Matchmakers Live, der Podcast von Uhrmachermeister Philipp Nitsche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Watchmakers Live Podcast. Diese Ausgabe erscheint etwas später als gewöhnlich. Der Grund dafür sind die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Da werde ich also im zweiten Teil vom Watchmakers Live Podcast auch noch darauf eingehen. Im ersten Teil geht es allerdings um eine Sache, auf die ich mich irrsinnig freue, denn Berlin wird wieder eine Uhrenbörse bekommen. Das letzte Mal eine Uhrenbörse gab es im Jahre 2012, also vor 12 Jahren, da war ich auch schon mit am Start. Und ich komme mir sehr, sehr alt vor, wenn ich an so eine Spanne an verflossener Zeit denke. Und umso mehr freue ich mich, dass es das Ganze wieder also zu erleben gibt. Und den Organisator dieser Uhrenbörse, den habe ich in der Leitung. Das ist Moritz Goldmann aus Wien, ein Uhrmachermeister, vor allem bekannt für sein Geschick an historischen Uhren. Und Moritz, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für mich und unsere Hörer genommen hast und uns ein bisschen was von deinem neuen Projekt erzählen kannst. Moritz, also erstmal ganz am Anfang, was sind die Eckdaten zu dieser Börse? So macht man das ja im Hörfunk, ne? Die Information muss am Anfang stehen. Einen wunderschönen guten Abend aus Wien. wir haben im Oktober, am 26. Oktober, die erste Uhrenmesse in Berlin. Und ja, wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich vorbeikommen. Ja, im Hotel Estrell. Im Hotel Estrell im Süden von Berlin. Es ist das größte Hotel Deutschlands. Ich habe extra für diese Folge bin ich hingefahren, habe auch mal so Bilder gemacht und schon ein bisschen in den Foren dafür geworben. Das ist ja ein Wahnsinnsschuppen. Ich, weißt du, sonst bin ich ja immer nur mit der S-Bahn da dran vorbeigefahren. Und das sieht dann gar nicht so riesig aus, aber wenn du davor stehst, bist du ja wirklich wie eine Ameise, kommst du dir vor. Gibt es eine riesige Rampe mit eigenem Taxistand am Hoteleingang, wo man also wirklich quasi ins Hotel halb reinfahren kann. Unter dem Hotel gibt es eine riesige Parkanlage, wo man nicht parken, also parken für die Autos, nicht parken wie Park für die Menschen, ja. Und über diesen ganzen Konferenzsälen und Räumen gibt es dann eben halt unfassbar viele Hotelzimmer, die man buchen kann. Also der ideale Nährboden für so eine Uhrenbörse. Wie kam es denn dazu, dass du also diesen Entschluss gefasst hast, als Wiener nach Berlin zu kommen und dort eine Uhrenbörse zu lancieren? Es war halt ein Kick in einer großen Stadt, aber nicht in Wien, sondern in Berlin, sowas dann zu organisieren. Und man ist ja auch viel unterwegs im Jahr und man fährt oft nach Holland, Frankreich und diversen Ländern. Und aber halt im Norden Deutschlands gibt es sowas nicht. Und dann ist die Idee entstanden, dass man halt in Berlin dort eine Uhrenmesse organisiert. Also wir werden sehen, bald ist die erste Uhrenbörse, die auch stattfindet. Was ja eigentlich nicht schlecht ist, ich erinnere mich so an die letzten Börsen, es gibt tatsächlich auch ein paar Händler aus Berlin, die ja dann wirklich immer zum Beispiel nach Rikkitzig fahren, ja. Und da denke ich mir immer so, mein Gott, ja, diese 1000, ich glaube, es sind an die 1000 Kilometer eine Strecke, ja. Da, wenn du das jetzt vor der Tür hast, ich freue mich da wie ein Kleinkind drauf, das wird super. Zumal ich mich auch in diesem Estrell Hotel echt sicher gefühlt habe. Ja, du hast ja da Security, du hast dort auch der Raum als solcher ist ja genial lichtdurchflutet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das? Also, besser hätte ich es auch nicht erklären können. Also du hast da schon alles erwähnt und auch die positiven Sachen.
Es findet dort auch jedes Jahr die Münzbörse statt und die ist enorm gut besucht. Die Münzbörse, die hat mehr als 300 Aussteller und es kommen sehr, sehr, sehr viele Leute dort, um sich die Münzbörse anzuschauen. Naja, und daraus ist auch die Idee entstanden, weil auch dort andere Messen halt stattfinden. Diesmal im Oktober wird es parallel keine Messe geben, aber im März, wir haben ja vor, zweimal im Jahr eine Uhrenbörse zu organisieren in Berlin. Und da kann es sein, dass währenddessen unsere Uhrenbörse währenddessen auch andere Messen stattfinden. Und dann ist die Besucherzahl sehr hoch. Und das würde nur unsere Uhrenmesse auch nur noch beflügeln, ja, also dass auch Leute sich das anschauen. So, am 26. Oktober von 8 bis 16 Uhr war das, glaube ich, oder? 8 bis 16 Uhr, ja, also Was man kann, kostet? Ja, Entschuldigung, erzähl. ja, also du hast es eh auch toll in dem Flyer, auch, also wir haben es ja auch vom Flyer auch beschrieben, dass von 8 bis 10 Uhr die Frühbesucher ein bisschen mehr zahlen müssen, halt 30 € Eintritt und die Besucher, die ab 10 Uhr dann kommen, zahlen dann nur mehr 15 €. Ja. Ja gut, das macht ja auch Sinn, ne? Du musst ja da Personal stellen, Sicherheitspersonal und die Saalmiete wird auch nicht 3,50 € kosten und das muss sich ja auch irgendwie ein bisschen tragen, ne? Das verstehe ich schon. Ja, es soll so sein, dass es dann Spaß macht und solange man ein Nullsummenspiel hat, am Anfang ist es okay. Es ist ja auch so, dass man sich dann auch besser auch kennenlernt und es sind ja viele Händler auch aus dem Süden und ich habe jetzt auch aus Österreich und aus Polen und aus Schweden einen Zuspruch bekommen. Also es kommen auch nicht nur Händler aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Also ist das für die erste Uhrenbörse auch schon ein positives Signal. Worauf? Und wie Ja. du auch gesagt hast, es sind ja auch die Möglichkeiten gegeben, dass man auch direkt dort auch übernachten kann. Und die Konditionen sind sehr, sehr fair gestaffelt. Ja. Keine frechen Kongresspreise auf gut Deutsch. Es ist Naja, leistbar. nein. Ja, es ist leistbar. Also was ich so gehört habe von den Kollegen, das wird so sich abspielen um die 100 €, 120 € die Nacht. Also es ist für so ein schönes Hotel ein guter Preis. Ja, und es ist alles vor Ort. Ja, also so wie du es auch erwähnt hast, die Parkplätze sind unterirdisch genug ausreichend und oberhalb findet in der Ebene 0 findet eben dann die Börse statt und ja, also ganz, ganz, ganz ein tolles Hotel, genau für eine Messe. Eine Sache, ich bin ja jetzt nicht so oft in diesem Börsengame mit drin, aber das Interessante zum Beispiel an Furtwang ist, sind viele Händler aus Frankreich, ja, Frankreich und auch Österreich, die man dort so findet. Berlin ist ja nun sehr nah an Polen dran und Ja. die polnische Uhrenkäuferschaft, aber auch diese polnischen Uhrenliebhaber ticken anders als deutsche Uhrenliebhaber, noch ein bisschen klassischer. Es wird eine sehr schöne Großuhr noch mehr wertgeschätzt. So habe ich den Eindruck. Also es kann nur sein, dass ich da falsch liege. Und vor allem auch so mit historischen Taschenuhren ist man dort auch noch etwas näher bewandert. Ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es ist so, ich habe voriges Jahr in Polen selber drei Uhrenmessen organisiert. Und wenn man die Facebook-Gruppen sieht, wie viele Mitglieder und wie viele Leute sich für alte Uhren interessieren, und es ist ja nicht weit nach Berlin, ja, also von Polen nach Berlin oder aus Tschechien. Also Berlin ist sehr zentral. Und ich freue mich schon drauf, dass nicht nur Taschenuhren oder Armbanduhren angeboten werden, sondern auch Großuhren. Und ich freue mich schon auf das Projekt. Ich auch. Also, liebe Leute, kommt am 26. Oktober zur Uhrenbörse in Berlin
organisiert von Moritz Grussmann. Ich werde in den Shownotes zu dieser Ausgabe vom Watchmakers Live Podcast natürlich auch entsprechend alles verlinken. Moritz, jetzt habe ich dich ja nun schon mal an der Strippe. Wir haben über die Uhrenbörse berichtet. Was? Also die Leute sollen ja auch dich als Menschen, als Uhrmachermeister ein bisschen kennenlernen. Wie hat es mit dir und die ganz klassische Frage, mit dir und der Uhrmacherei begonnen? Gab es da irgendwie so eine Initialzündung aus der Familie vielleicht oder einfach als Hobby heraus, dass du gesagt hast, boah, ich werde Uhrmacher? Und wie ging das vonstatten? Ja, man hat früh, man ist früher schon auf Flohmärkten gegangen und dann hat angefangen mit einer zweiten Uhr zu kaufen und dann hat man sich versucht zu zerlegen und dann wieder vielleicht in Gang zu setzen. Und so entstand halt die große oder halt die Liebe zu den Uhren und auch das Interesse und ja, und danach, nach der HTL, das nennt man bei uns die HTL in Wien, entschloss ich mich da, mich bei der Uhrmacherschule zu bewerben. Und ja, und dann habe ich wirklich den Beruf liebgewonnen. Ja. Das ist Step by Step. Uhrmacherschule, ja, muss man ja jetzt für den Hörer noch sagen. Also das muss ja dann noch sogar die Uhrmacher-Lehrwerkstätte in Wien gewesen sein. Oder warst du in Karlstein? Nein, also ich war in Wien damals noch und dann hat man eh nach ein paar Jahren die Schule geschlossen. Also ich war eh schon einer der letzten dort in der Schule. Ja, und dann ist man halt hängen geblieben mit den Uhren. Da hat man halt Großuhren angefangen zu reparieren und zu korrigieren. Naja, und dann mit den Taschenuhren, Armbanduhren. Ja, und so kommt man auch zu einer kleinen Sammlung und ja, man muss sich halt nur dafür interessieren. Ich finde das ja total schade, dass man die ULW, die Uhrmacherlehrwerkstätte, geschlossen hat. Ja. Das war ja sehr, sehr eindrucksvoll in dieser Mollertburg. Ich habe mich ja damals als zum Besuch angemeldet, ist auch schon 12 oder 15 Jahre her. Das weiß ich noch. Da in der höchsten Etage unten angekommen bei den Gaswasser und du weißt schon Installateuren, ja, wo man auch schnell mal auf die Schnauze kriegt und dann im Lehrerfahrstuhl in die oberste Etage. Dieses Gebäude als solches ist ja eindrucksvoll, das sieht wirklich, also Burg trifft es auch, das sieht aus wie so ein alter Hochbunker, den man zu einer Schule umfunktioniert hat. Ja, so ungefähr. Also wirklich angsteinflößend par excellence. Und die Lehrwerkstätte als solche hatte einen bestechenden 70er-Jahre-Charme. Diese Uhrmachertische mit so einem orangenen Bezug, dann wunderschöne Standuhren so im Vorraum und irgendwie wieder die Ausstattung eher der Schweiz zugewandt. Also wo man sich die Uhrmacher-Drehbank in den kleinen Schraubstock am Uhrmachertisch eingespannt hat und dann mit so einem Multifix-Motor dort angetrieben hat und dann da gedreht hat. Das ist ja in der Schweiz ja üblich, in Deutschland überhaupt nicht, ja. Ich fand das urlieb, sagt der Wiener, ja, urlieb, wie das so vonstatten geht und war urtraurig, dass das dann geschlossen wurde, weil Karlstein, ist die andere Uhrmacherschule, die es auch heute noch gibt. Das ist ja so abgelegen, ja. Im Waldviertel, glaube ich, ist das. Also man ist ja da wirklich lebendig begraben, ja. Wie in Glashütte, ja. Oder? So, so eine zentrale. Viele Möglichkeiten gibt es nicht, aber halt, wenn man halt Uhrmacher werden möchte, entweder findet man einen Lehrplatz, was halt sehr schwierig ist, oder man besucht halt die Schule in Karlstein bei uns in Österreich. Und dann schaut man weiter. Moritz, jetzt, wenn ich schon mal einen Wiener Uhrmachermeister an der Strippe habe. Diese Wiener Uhren, ja, das sind ja so, also oftmals eigentlich sehr feine
filigrane Meisterwerke. Wenn ich an diese Seilzugregulateure von Resch, einem sehr bekannten Uhrenhersteller aus Den Brüdern. Österreich, denke, oder dann gab es ja sogar eine Zeit lang ein Zweitwerk von Junghans in Wien. Der Schriftzug ist ja heute noch dort vorhanden. Und diese ganze feine Wiener Uhrmacherei, auch dieser Besuch im Uhrenmuseum ist ja, was es da alles so zu erleben gibt, da musst du ja wunderschöne Schmankerl auf dem Tisch haben, oder? Wenn man so sich mit historischen Uhren befasst. Ja, es sind ja nicht nur historische Uhren, die zur Reparatur kommen, aber es ist ja, das ist eben die Vielfalt, wo es einem dann nicht langweilig wird. Ja, wenn man heute Lust hat und einen schlechten Tag eher hat, dann macht man halt die Großuhr, fokussiert sich auf die gröberen Arbeiten. Ja, man kann das gut abstimmen und das ist ein wichtiger Faktor, warum ich auch Uhrmacher geworden bin. Ja. Also die Arbeit ist nicht sehr monoton und trotzdem herausfordernd, weil man eben nachdenken muss und gewisse Sachen beachten muss. Also ich würde sicher nicht einen anderen Job machen wollen. Ja. Aber die Wiener Uhren, ja, es sind auch nicht leichte Uhren zum Reparieren, das muss man auch sagen, ja. Also, diese, ich wollte gerade drauf eingehen, also diese Wiener Uhren, weil du sagtest, gröbere Arbeiten, also ich habe diese Uhren eigentlich als sehr zierlich und auch überaus empfindlich empfunden. Also mal als Beispiel die Hemmräder, ultra fein geschenkelt, ultra filigran gearbeitet, feinste kleine Zapfen, wo dann bitteschön nichts daneben gehen darf, weil auch schnell mal was kaputt ist, ja. Oder ein kleines Ungleichgewicht dafür sorgt, dass dann auch so eine Uhr stehen bleibt. Also schlimmste Erlebnisse hatte ich mit so einem Jahresläufer. Da kommt oben so wenig Kraft an, ja, dass feinste Ungereimtheiten in diesem Ablauf des Räderwerkes dafür sorgen, dass die Uhr stehen bleibt. Also schon anders. Ja, Jahresuhren sind halt sehr hagelig, sagt man auf Wienerisch. Also ja. Deswegen sollte man sich wirklich überlegen, ob man eine Jahresuhr zur Reparatur annimmt. Okay, das sind schon für einen wieder äußerst eindeutige Worte. Also nimmt den Rat ja, ernst. Man kann es annehmen, aber man muss objektiv sein. Ja, das wird halt ein bisschen dauern. Ja. Man sollte einen gewissen Hang zum Masochismus haben. Dann ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ja. Ja, ich glaube, kein Kunde ist dann zufrieden, wenn man sagt, ja, die Uhr ist stehen geblieben nach dem 363. Tag. Und die zwei Tage muss ich irgendwie jetzt nachdenken, wie ich die verlängern kann. Ja, ja. Also nein. Ja. Aber ja, und auch das zum Beispiel dann abtransportieren, ja, und dann vom Kunden das alles dann einzustellen, kann ja auch so sein, dass bei dir im Laden die Uhr sehr lange gegangen ist und dann beim Kunden jeden zweiten Monat sie stehen bleibt, ja. Also das ist halt, ja, die Uhren sind sehr empfindlich, ja. Liebe Watchmakers, Live-Hörer, um Ihnen diese Wiener Vielfalt an Uhrmachereien näher bringen zu können, werde ich Ihnen in den Shownotes zwei Filme von mir verlinken. Einmal einen Besuch von mir im Wiener Uhrenmuseum und dann noch einen Besuch von mir im Geilmüller-Schlössl. Das ist ein Haus eines Industriellen, jetzt sehr, sehr, sehr grob zusammengefasst, was voll mit Uhren ist und wirklich erlesene Stücke, das macht einen großen Spaß, sich dort umzuschauen. Da kriegen Sie so ein bisschen das Gefühl für diese feine Wiener Uhrenwelt. Moritz, apropos feine Wiener Uhrenwelt, hier im Watchmakers Live Podcast hatten wir schon den Hans Mickel zu Besuch. Da habe ich mit ihm in einem urigen Studentencafé ein Interview aufgenommen. Sehr schöne Geräuschkulisse, hat mir urgefallen. Und aber wie ist denn sonst so, ja, diese
Stammuhrmacherschaft in Österreich? Gibt es auch so Treffen, wo man so sich austauscht und gegeneinander oder gegenseitig hilft eher? Oder ist das eher gegeneinander? Da ist der Unterbewusste der von Sigmund Freud irgendwie durchgekommen. Ich höre mal gerne die Fragestellung zu Ende an. Ja, also ja. Tut mir leid, dass ich so geräuspert habe. Na, ist doch gut. Tu nur. Ja. Nee, also ist das so? Ja, Fakt ist, von uns wird es ja immer weniger geben. Also es kommt ja kaum was nach. Das ist ja eben das große Manko. Nachkommen kann ja etwas, aber dass derjenige auch dran bleibt und das, also früher glaube ich, war es auch schwieriger unter den Uhrmachern in Kontakt zu treten, weil ganz einfach, weil es sind ja nicht viele, die sich ja dafür interessieren. Also das stimmt. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, die sind so sehr beschäftigt, dass sie, um ehrlich zu sein, nicht die Zeit haben, sich mit anderen noch so zu treffen. Oder also der Bedarf ist sehr groß, an Uhren zu reparieren, meines Erachtens nach, ja, weil es sind ja sehr viele Uhren auf dem Markt. Aber die Zeit noch, sich zu treffen oder auseinanderzutauschen mit dem Feedback halt oder Erfahrungen auseinandertauschen. Ja, das, also ich weiß das nicht. Die letzten 20 Jahre wüsste ich nichts davon. Ja, schade. Ich habe mich immer ja wieder umgeguckt, auch Sachen stellen. Also Bedarf ist zwar riesig an Reparateuren, aber dann muss man, aber eine Stellenausschreibungen habe ich nicht gefunden. Dass man da mal bei Cartier am Kohlmarkt, glaube ich, oder so, oder von der Swatch Group oder von der Swatch Group oder sowas, aber jetzt bei, ich sage mal, jetzt alten, alteingesessenen Uhrmachern weniger. Das ist ja, in Deutschland sehe ich das auch leider, also es ist eher in Süddeutschland noch, dass man da was kriegt. Das finde ich auch immer so schade, ja. Hat sich das geändert oder wie ist denn das gerade? Da muss man auch sehr aufpassen, was man da antwortet jetzt. Aber es ist nachvollziehbar, wenn jemand den Laden schupft und dann einen jungen Uhrmacher hat und der noch nicht die Routine hat und gewisse Sachen dann nicht hinhauen und dann muss eben derjenige, der das auch führt, auch die Reklamationen beheben, dann macht's auch keinen Spaß mehr, oder jemanden die ganze Zeit einzuschulen. Und wenn er dann aber auch dann gut ist, ja, dann wird er auch nicht lange bleiben bei dem, sondern er geht dann weiter und will sich dann Erfahrungen sammeln und weiterbilden. Also es ist ein sehr schwieriges Thema und meistens sind die Uhrmacher alleine im Laden dann und bewältigen viele Aufgaben. Nicht nur in der Reparatur, sondern auch andere Sachen, die gleichzeitig erledigt können. Und es ist schwer wirklich jemanden, einen Jungen da in der Hinsicht auszubilden, weil das spielen zu viele Faktoren. Ja, da muss man wirklich viel Geduld haben. Und das ist so schade, ne? Das ist so traurig, weil ich kann mich an meine Zeit erinnern, was hat man eigentlich auch alles kaputt gemacht und geschrottet und musste sich dann irgendwie wieder hochkämpfen, irgendwie das retten, ja, um dann weiter voranzukommen, um nicht auf riesigen Kosten sitzen zu bleiben. Und dass das natürlich ultra schwierig geworden ist, so jemanden irgendwie zu halten im Betrieb, auch vernünftig weiter auszubilden. Da reicht ja denn doch, muss man mal ehrlich sagen, diese Grundausbildung an einer Uhrmacherschule einfach nicht aus. Dafür gibt es zu viele Uhrentypen, dafür gibt es zu viele Fachrichtungen in unserem Beruf. Aber es ist, irgendwo ist der Wurm drin, weil es wird Tatsache immer weniger. Ein sehr bekannter Antikuhrmacher aus Wien, Schmollgruber, der ist ja leider, existiert ja nicht mehr. Der alte Schmollgruber ist gestorben und danach ist das so veräppt geendet. Und da denke ich so an einige wirklich gut alteingesessene Uhrmachermeister,
wo ich mich schon frage, Mensch, in welche Richtung wird das gehen? Liebe Watchmakers, Live-Tourer, ein Betrieb außerhalb, jetzt, also neben dem vom Moritz Goldmann, da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, wie das inzwischen weitergeführt wird, nämlich der von Uhrmachermeister Hans-Jürgen Küber in der Obkircher Gasse in Oberdöbling, genau. Und da werde ich Ihnen auch die Folge verlinken, weil das, wie der sich so hochgekämpft hat und seine Erfahrung gesammelt hat und dann später das Geschäft des Vaters beziehungsweise des Großvaters übernommen hat. Das ist eine wirklich, wirklich sehr schöne Geschichte. So der hat bei Huber früher gearbeitet, ne? Und im Learjet da von Messe zu Messe und sowas. Die 80er waren, müsste es schon anders wild gewesen sein in Wien. War auch übrigens eine Zeit lang der Uhrmacher vom Falco, vom Herrn Hütte heißt er, glaube ich, oder so. Jedenfalls sehr, sehr, sehr unterhaltsame Folge. Moritz, also jetzt die Uhrenbörse. Wir sehen uns ja denn aktiv im Oktober. Im März gibt es denn schon den Folgetermin, wo wir ja, also darauf noch hin... Noch nicht genau. Noch nicht genau. Im März wird im ist März grob, stattfinden. Ne? Ja. Ja. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit deiner offenen, fröhlichen, positiven Art es schaffst, dort wieder so ein Uhrenliebhaber-Drehkreuz zu installieren. Berlin war dafür auch leider schon vor über 30 Jahren sehr, sehr bekannt, dass die Uhrenliebhaber dort in Scharen erschienen sind. Und ich würde mich so freuen, wenn das wieder diesen alten Glanz erreichen würde. Vor allem, weil ich dann nicht immer tausende Kilometer durch die Gegend fahren muss. Vor allem mit der lieben Deutschen Bahn, ne? Also du weißt ja, was das bedeutet, ja? Das ist ja wie russisch Roulette inzwischen. Wenn du dann, da habe ich eine extra Folge mal zu gemacht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass der Wagen, in dem ich sitze, anfängt zu brennen, ja? Eine brennende Lok hatte ich schon. Also ich denke mal, das ist auch bei Berlin ja toll, weil man ja auch mit dem Flugzeug hinkommen kann. Und für die Klimakleber ist das inzwischen auch viel zu teuer, sich da festzukleben. Also besser bewacht, da vom Flughafen Schönefeld zur Uhrenbörse nach Berlin. Da ist man in, ja, ich würde sagen, einer halben Stunde. Ja, das ist schon sensationell schnell. Man steigt dort in die Regionalbahn ein, steigt am Regionalbahnhof Ostkreuz aus und fährt dann zwei S-Bahn-Stationen zur Sonnenallee und ist dann einfach am Hotel schon da. Also da soll mir mal einer sagen, schneller geht das nicht. Und auch mit der Taxe ist man innerhalb von 20 Minuten am Hotel, weil die Autobahn auch gleich in der Nähe vom Hotel ist. Also, ja, ja. Hast du dir wirklich gut ausgesucht, muss ich sagen. Ich wäre selber nie drauf gekommen, dass man dort gut eine Uhrenbörse installieren kann. Das muss ich schon sagen. Ja. Gibt es denn noch für die Zukunft, also so für dich als Uhrmacher auch einen Wunsch, den du hegst, dass es die nächsten Jahre gut weitergeht oder noch irgendeine spezielle Ausstattung kommt, dass du noch mehr machen kannst oder einfach das Geschäft aufbauen kann? Nein, es muss langsam schrittweise hinaufgehen und es sollen sich umso mehr Leute sich dafür interessieren. Ich feiere auch auf sehr viele Messen. Also ich bin ungefähr auf 20 Messen im Jahr. Also ich habe Freunde, die auf zwischen 30 und 35 Messen im Jahr machen. Wie sie das machen, ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich bin schon mit 20 Messen ausgelastet. Also das geht auch auf die Substanz. Und währenddessen 20 hatten Messen? Das ist aber Messen. Eine echt heftige Zahl. Also ich schätze mal, du nimmst immer München mit. Das ist viermal im Jahr, richtig? Na, München ist neunmal im Jahr. Neunmal? Ja, München ist neunmal. Bist du gebatt. München ist neunmal im Jahr. Naja, und dann kommen eben. Und Recklinghausen, Furtwangen, Eisenbach, also und Holland auch viermal im Jahr. Richtig. Also es ist und ja, und die Schweiz in Zürich, da gibt es drei Messen
Und also ist und in Frankreich auch. Also es gibt genug Messen mittlerweile schon, die auch, und in Italien gibt es ja auch sehr viele Messen. Also da, ich glaube, Italien ist auf Nummer eins gestellt, wenn es um Messen geht. Und das wurde auch jetzt vor kurzem reaktiviert in Padova und Bologna, glaube ich. Ah, Also ich weiß gerade da an gab es ein eine. Lied von, ach, wie heißen die denn, diese eine Band hier, Tante Chicarilla, hast du Amore gemacht in Bologna, Wanda, Wanda, geiles Band, kann ich dir sehr empfehlen, ja, Bologna, da, Wahnsinn, ja. Polen wirst du aber nicht weiter verfolgen, schätze ich mal, oder? Und doch, doch, aber für dieses Jahr ist nicht geplant in die Uhrenbörse in Polen. Geplant ist in Berlin und dass man auch in Berlin sattelfest wird und dann wird Polen wieder in Angriff genommen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Also, liebe Freunde, kommt dorthin, 26. Oktober, ab 8 Uhr für die Früheinsteiger, ab 10 Uhr für alle und Hotel Estrel, dann wird's losgehen. Kommen, kommen, kommen und in den Shownotes, wie gesagt, sind die ganzen Links dazu. Moritz, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir für mich und unsere Hörer vor allem genommen hast. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Schönen Abend noch. Tschüss. Und nun kommen wir zum Service-Teil. Watchmakers Live, der Podcast. Nachrichten. Ja, und da schauen wir in der allerersten Meldung zum Diamantbericht Daily. Das ist ein kleines Online-Magazin, wo es eigentlich so um ja, Diamanten geht und Edelsteine, aber auch immer mal wieder interessante News in Sachen Uhrenindustrie aus der Schweiz gibt. Kann ich also nur sehr empfehlen, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Die haben Folgendes ja mal so niedergeschrieben, dass eben halt die Uhrenexporte in der Schweiz wieder zugelegt haben. Ist ja erst im Juni stark eingebrochen mit -7%. Jetzt ist aber die Nachfrage in Japan und in den USA gestiegen und ja, wiegt so ein bisschen diese anhaltende Verlangsamung in Hongkong und China auf. Und da gibt es auch ein paar interessante Zahlen dazu, die hier genannt werden. So stiegen die Uhrenexporte im Juli um 1,6% auf 2,24 Milliarden Schweizer Franken und ja, so ein bisschen bereinigt auf 2,3 Milliarden Euro. Der Anstieg folgte auf einen Rückgang, wie ich schon gesagt habe, von 7% im Juni und einen Rückgang von 2,2% im Mai. Der Markt ist also immer noch ganz schön ordentlich unter Druck. Wenn Sie sich den ganzen Artikel durchlesen wollen, ich werde entsprechend dieses Online-Magazin verlinken. Ja, dann gibt es eine traurige Nachricht, die mich Tatsache per E-Mail erreicht hat. Und zwar gucken wir jetzt nicht in die Schweiz, sondern nach Köln. Ja, nach Köln. Ich schau Köln, Köln. Zu Chronext. Hier habe ich eine E-Mail bekommen, dass man also ein Sanierungsverfahren eröffnet hat in Eigenverantwortung. Klingt ja erstmal irgendwie sehr nett, ne? Was heißt das? Es ist eine vorläufige Insolvenz und sie haben ab Verkündung, es ist jetzt aber auch schon bald ein Monat her, 30 Tage, also 60 Tage insgesamt Zeit, 30% ihrer Schulden, die sie haben, glaubhaft mit einem Termin zurückzuzahlen. Ansonsten wird das richtige Insolvenzverfahren dann mit einem Insolvenzverwalter bzw. einer Insolvenzverwalterin eröffnet. Kunden, die Kommissionsuhren dort lagernd haben, die sind jetzt allerdings zum Glück so weit geschützt, dass ihre Uhren nicht abhanden kommen. Die sind davon ausgenommen, einfach aus unserem deutschen Recht. Anders sieht es allerdings aus, wenn ich dort eine Uhr kaufe und einfach Geld irgendwie
auf sein Konto eingeht oder auch eine Uhr von mir verkauft wird, dann muss nämlich jede Transaktion von einer Stelle, einer übergeordneten Stelle, genehmigt werden. Und das kann schon mal sehr lustige Stilblüten mit sich bringen, wenn man dann entsprechend, wie soll ich es ein bisschen nett formulieren, wenn man denn da entsprechend auf sein Geld wartet und eigentlich nicht so recht weiß, ob das jemals ankommen wird. Also ein bisschen mit Vorsicht, möchte ich doch sagen, ist das Ganze zu genießen. Ja, und dann gibt es noch eine sehr interessante Meldung. René Benko, sagt er Ihnen etwas? Also, das ist ein Österreicher, ein österreichischer Immobilienmogul, kann man ja schon sagen. Auf jeden Fall ein Bauunternehmer, der in sehr, sehr jungen Jahren damit angefangen hat, Dachgeschosse auszubauen und sich einen tollen, Grundstock an Geld damit herangeschafft hat und dann wirklich, wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß gewachsen ist. Also Immobilien, die er denn besessen hat, neu belegt hat, neu beliehen hat, vor allem neue Kredite aufgenommen hat, um damit ja regelrecht schneeballartig, kann man schon sagen, nochmal neue Immobilien zu kaufen, damit auch dieser Wert, der Gegenwert gut dasteht, damit ich eben halt richtig fett von den Banken das Geld kriege, hatte er dann auch noch zum Beispiel, als er Galeria Kaufhof, Karstadt und sowas gekauft hat, die Mieten unfassbar raufgezogen, so dass die Kaufhäuser also eigentlich am Ausbluten waren. Aber mit diesem Winkelzug ist plötzlich meine Immobilie richtig, richtig viel wert mit diesen Mieteinnahmen und ich kann richtig, richtig fest und fett noch mehr Geld abgreifen. Das Ganze hat allerdings dann ein jähes Ende genommen, als Corona kam und diese ganze Kriegsgeschichte mit der Ukraine und die ganzen Zinsen entsprechend teurer geworden sind und ja, was soll ich sagen, die Signa, seine größte Gruppe, die Holding dazu, ist in die Insolvenz gegangen. Selbst in Berlin, das Kaufhaus des Westens, war davon bedroht, geschlossen zu werden. Die konnten nicht einmal mehr ihre Lieferanten bezahlen. Da musste jetzt die Stadt Berlin einschalten. Warum erzähle ich Ihnen jetzt das alles von dieser Signa-Pleite und diesem Immobilienmogul? Und was hat denn das jetzt nun mit dem Watchmakers Live Podcast zu tun? Und da komme ich jetzt zu dem Punkt der Punkte, was der Blickpunkt Juwelier ist, auch ein Online-Magazin, werde ich Ihnen auch verlinken, sehr schöne Aufstellung gepostet hat. Eben halt von René Benkos Uhren, die man jetzt aus seiner Insolvenzmasse heraus kaufen kann. Und das lese ich Ihnen mal vor. Patek Philippe Chronograph Nautilus Referenz 5980 zu einem ganz sagenhaft schmalen Preis von 65.000 Euro. Chronometer Rolex Oyster Perpetual Day-Date 2 32.500 Euro. Automatikuhr Panerai Luminor Marina 1950 3 Tage 4.250 Euro. Chronometer Omega Seamaster Diva 300 Meter 3.750 Euro. Chronograph Hublot Big Bang Limited Edition Garmisch 6.250 Euro. Chronograph Hublot Big Bang Limited Edition Ferrari zu schmalen 10.500 Euro. Chronograph Hublot King Power Oceanographic Jeans Diver. Warte, ich lese das nochmal vor. Ist ja geil. Chronograph Hublot King Power Oceanographic Jeans Diver, ich krieg's nicht geradeaus vorgelesen, 4.000 zu schmalen 7.800 Euro und ein Chronograph Hublot Big Bang Unico Yellow Magic Limited Edition für, ja, ganz schmale 12.500 Euro. Und dann gibt es hier noch irgendwelche Armreifen und Maschettenköpfe und Armbändchen mit Diamantchen und so. Es ist sehr, sehr lustig. Ich werde es Ihnen entsprechend in den Shownotes zum Watchmakers Live Podcast verlinken.
Ich würde sagen, wenn Sie zuschlagen wollen, mal nur zu die Insolvenzverwalterin ist das, glaube ich, oder der Insolvenzverwalter. Ja, die werden sich sicherlich über den ein oder anderen Euro für die Gläubiger da draußen freuen. Worum es mir wirklich im Herzen wehtut, sind die vielen Kaufhausangestellten, die Zitterpartien hinter sich haben, die auf Gehalt verzichtet haben und wirklich Jahre der Angst hinter sich haben. Und all dies, weil so ein Arschloch, entschuldigen Sie, dass ich diese Äußerung tätige, ja, meint, es muss auf den Rücken von kleinen Menschen fettes Geld machen. Dinge müssen auch Grenzen haben in diesem Kapitalismus. Ich klinge ein bisschen wie Eduard von Schnitzler, aber an dieser Stelle muss ich sagen, also, ich hoffe, man kriegt ihn doch mal an die Kandare und verknackt ihn, damit er sich ja entsprechend die Gardinchen von hinten, die schwedischen Gardinen von innen ansehen kann. Ja. Und nun kommen wir zum Blick ins Netz. Watchmakers Live, der Podcast. Ein Blick ins Netz. Ja, und das ist der Grund, warum ich eben halt jetzt nicht am letzten Freitag diese Folge vom Watchmakers Live Podcast veröffentlicht habe, sondern das Ganze jetzt am Montag hier, den 2.9. Es geht um die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen, einen Landstrich, der sehr viel mit Uhrmacherei auch zu tun hat. In Glashütte, das Uhrenmekka Deutschlands, wo ja sehr viel Uhrmacherei sich erhalten hat durch diese DDR-Zeitkapsel, das Handwerk. Das ist schon eine tolle, positive Sache. Etwas weniger Positives ist es, was zum Beispiel der Spiegel dort so mit seinen Reportern ans Tageslicht geholt hat. Und da hören wir uns einen kleinen Ausschnitt daraus an jetzt. Für die AfD im Stadtrat sitzt Thilo Brettschneider, der in Glashütte eine Autowerkstatt betreibt und sich vor allem für ein Thema stark macht. Den Weg in meine politische Betätigung habe ich über die Islamkritik gefunden. Aber eigentlich sind Sie ja gar nicht hier negativ von Menschen mit dem muslimischen Glauben betroffen, oder? Das ist tatsächlich. Das haben sich vorhin schon in die Richtung gestoßen. Aber was interessiert das jetzt? Wir haben in Glashütte tatsächlich nicht so das direkte Problem. Die sind im Straßenbild, aber die sehen auch zu, dass sie wieder fortkommen. Ja, die fühlen sich dahin wohl. Das Prädikat fremdenfeindlich, dafür steht die AfD auch in Glashütte. Für die AfD. Ja, das ist eben halt eine Sache, die mich immer wieder erschüttert. Auch solange ich in dieser Gegend gelebt habe, eine Art wirklich rechtsradikale Neigung der Leute, die dort wohnen. Und aber das hat es auch wirklich etabliert. Ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches, wenn man dort umherfährt, mit den Leuten zu tun hat. Das ist einfach das, was die Bevölkerung dort denkt. Und ja, also ein paar Sachen sind natürlich kritisierenswert. Und ich will gar nicht dieses Ossi-Bashing jetzt machen oder sagen, oh, die sind ja alle Nazis da unten. Das stimmt nicht, ja. Aber was mir so aufgefallen ist, man hat wirklich anscheinend nach der Wende echt viel Scheiße gebaut in der Politik und auch gesamtgesellschaftlich, diese Menschen nicht ernst zu nehmen. Und was man auch mal ganz klar sagen muss, auch in Bezug auf die Uhrenindustrie, wenn ich mir dort das Lohngefälle anschaue oder Gehaltsgefälle, wie man das auch immer, dort sein Geld bezieht, das ist unterirdisch. Man kann Leute für so spezialisierte Aufgaben nicht so beschissen bezahlen, verflucht noch eins. Und da ist natürlich das Leben irgendwie nur funktioniert, ja, dass ich die Miete bezahlen kann, dass ich die Reparaturen an meinem Auto vor allem bezahlen kann, die Familie davon ernähren kann. Das geht immer irgendwie. Aber die großen Träume, sowas wie sich ein Häuschen kaufen in Altenberg oder wie heißt das noch, Schlottwitz? Ich war schon so lange nicht mehr da. Das ist, glaube ich, auch für diese Menschen dort in weite Ferne gerückt. Und ich möchte ein bisschen diesmal daran appellieren, nicht die Leute dort zu verteufeln, weil sie so viel AfD gewählt haben. Die Zahlen sind ja wirklich erschreckend, ne?
Also 33%, glaube ich, in Thüringen und 31,5% in Sachsen. Vor allem die Jugend, die an die 38% AfD gewählt hat, da ist ja, das ist nicht nur das Rechtsradikale, sondern das ist eine pure Verzweiflung auch dahinter. Und da muss man wirklich sagen, ich hoffe, bis zum nächsten Jahr, wenn die Bundestagswahlen sind, dass man dort entsprechend gegenwirkt und für den Arbeiter, für den Menschen, der normal in Lohn und Brot steht, der irgendwie mit dieser galoppierenden Inflation und diesen niedrigen Lohngefälle oder Gehaltsgefälle irgendwie klarkommen muss, dass man für diese Menschen etwas macht. Ansonsten sehe ich da eindeutig schwarz. So, liebe Watchmakers, Live-Zuhörer, wir kommen nun zu dem Blick in die Vergangenheit. Watchmakers Live, der Podcast. Ein Blick in die Vergangenheit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuhörer vom Watchmakers Live Podcast. Wir schauen jetzt nach Bayern, genauer nach München. Und zwar geht es jetzt um das Haus der 1000 Uhren. Ja. 5 Uhr morgens, nachtschlafende Zeit. Ein trostlos leerer Gang. Zwei Putzfrauen beseitigen die Reste des vergangenen Tages. Dann aber zwei, die für diese frühe Morgenstunde erstaunlich aufgeweckt werden. Die Sprecherin und ein Herr der Sendeaufsicht vom Frühdienst. 5 Uhr morgens. Der Tag im Funkhaus hat begonnen. 5.30 Uhr beginnt im Haus der 1000 Uhren der tägliche Rhythmus des Programms. Beginnt der Tag für die Frühaufsteher unter den Radiohörern. Beginnt der Tag mit dem klingenden Wecker. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Wenn Sie die genaue Zeit wissen wollen, bitte vergleichen Sie. Beim Gongschlag ist es in 5 Sekunden 5.30 Uhr. 5 Uhr und 30 Minuten. Ach, ist das nicht schön? Also eine wunderschöne Dokumentation zum 10-jährigen Jubiläum vom Bayerischen Rundfunk. Die kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen und die gibt es in der ARD-Mediathek zum Nachschauen. Das Ganze ist zuerst veröffentlicht worden am 23.01.1959, also vor 65 Jahren. Kann man mal sehen, Kinder, wie die Zeit vergeht, würde der liebe Herr Opa so sagen. So, und damit ist der Service-Teil an dieser Stelle vorbei. Ja, was habe ich denn noch so zu berichten? Wir haben ja jetzt so schön vom Moritz gehört, dass es also die Uhrenbörse in Berlin geben wird am 26. Oktober. Es gab aber ja jetzt letzte Woche schon eine Uhrenbörse, nämlich die in Furtwang, wo ich nicht zugegen war. Und warum war ich dort nicht zugegen? Der Grund ist ernst. Ich war im Krankenhaus. Ich hatte eine Untersuchung, ein Erstgespräch wegen meiner Fettleibigkeit. Ich bin ja adipös, also nicht nur adipös, sondern schon eine Stufe drüber. Und da haben sie halt mit mir sehr, sehr liebevoll, aber auch halt knallhart kommuniziert, was diese Krankheit bedeutet und wie da so ein Fahrweg ist. Ich überlege vielleicht darüber, einen eigenen Podcast zu machen oder hier darüber zu sprechen. Da kann man mir gerne auch mal eine E-Mail schreiben, ob man davon was hören möchte. Das Thema Uhrmacherei und Gesundheit ist ja hier im Podcast auch schon mal vorgekommen, wo es zum Beispiel um Cannabis ging für einen Schmerzpatienten, den Robbie Dillmann, der damit wieder ins Berufsleben zurückgefunden hat. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mir nochmal überlegen, wie ich das angehe, auch so ein bisschen audiotechnisch das für mich zu begleiten, weil es ja mir auch hilft, durchzuhalten und so ein bisschen Disziplin in diesem Ganzen an den Tag zu legen. Ansonsten aus Furtwang habe ich eine Menge Rückmeldungen bekommen. Es ist ja dieses Jahr an dieser an diesem Gymnasium in der Aula und in der Turnhalle, glaube ich, gewesen, bergauf.
Es war aber wirklich gut organisiert, wurde mir von vielen Leuten gesagt. Es gab einen Shuttlebus, der regelmäßig dort hochgefahren ist. Die Räumlichkeiten waren nicht schlecht. Es war also schöne zusammenhängende Börse, nicht so verstreut, wie man das sonst aus der Technischen Universität kennt. Ich hatte große Bedenken wegen diesem riesigen Berganstieg. Das ist also aus dem Stadtzentrum heraus auf dem Weg zum Brent, so einen großen Bergaussichtspunkt, was früher auch mal militärisch genutzt wurde, um, da war eine Abhörstation und so etwas. Und mich hat das irgendwie nicht überzeugt. Und klar, nach über 10 Jahren dann mal nicht hinfahren zu können, hat mir sehr weh getan, weil man seine Freunde nicht sehen kann, ne? Die ganzen Kollegen da draußen. Aber der Grund ist wirklich ein sehr triftiger und wichtiger. Und jedem, den ich das auch so im Vorfeld erzählt habe, der hat gesagt, ey, Philipp, das ist 10-mal wichtiger als diese scheiß Uhrenbörse und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und wer mich auf einer Uhrenbörse dieses Jahr sehen möchte, der kann das Ganze natürlich auch dann am 26. Oktober in Berlin im Estrel Hotel tun. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Mal wieder so eine neue Uhrenerfahrung. Ja, ansonsten gibt es auch noch Neuigkeiten, was den YouTube-Kanal anbelangt. Es wird so Ende September, Anfang Oktober weitergehen mit großen Videos. Ich habe das große Glück gehabt, mir eine neue Kamera holen zu dürfen, wo ich also besser mit filmen kann. Und auch lange mir wirklich vom Mund, also das ist ja sehr gut für mich, da, einen neuen Laptop abgespart. Na, so ganz abgespart nicht. Ich habe ihn Tatsache von einer lieben Person gesponsert bekommen. Das ist schon eine tolle Sache und da kann man jetzt endlich ruckelfrei ohne so einen Blindflug entsprechend die Videos schneiden. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Wir hören uns in der kommenden Woche, ich denke mal am Freitag wieder, ach nee, nicht in der kommenden Woche, also dieser Woche, am Freitag wieder. Da wird es wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge geben und ich muss mal gucken, welches Thema da dran kommt. Es gibt 2 Firmen, für die ich gearbeitet habe, die ja inzwischen abgewickelt sind oder in der Abwicklung sich befinden. Und es gibt eigentlich sehr, sehr schöne Geschichten daraus zu erzählen. Da muss ich mich aber noch mal ein bisschen rechtlich informieren, was ich so preisgeben darf und was nicht. Eine Abstimmung dazu, ja, ist noch am Laufen. Aber gut, das ist ja auch jetzt egal. Wir hören uns auf jeden Fall dann in der nächsten Woche, nee, in dieser Woche am Freitag wieder. In diesem Sinne, liebe Freunde, tschüss.